Herzlich willkommen zum Let's Play Binding of Isaac Rebirth. Das Ganze wird gespielt von Snowflake. Ich fange das Projekt deshalb jetzt an, weil mich einige Leute auf Twitch angesprochen hatten und unbedingt ein Let's Play auf YouTube noch sehen wollten, damit sie mit ihren Freunden das schauen können. Nach längerem Überlegen habe ich mir überlegt, das auch endlich mal anzufangen und wir gucken einfach mal rein. Ihr seht schon, ich habe den Real Platinum Gott bekommen und ich habe das Spiel schon auf 100% gespielt. Aber ich habe mir überlegt für das Let's Play, weil ich nicht ganz genau weiß, wie lange wir das halten und wie lange ich es machen werde, denn es kommt immer darauf an, wie viele Leute das jetzt auch sehen. Denn auf Twitch, wie gesagt, wurde einige Male nachgefragt, ob ich das machen werde. Und wie gesagt, wenn es sich rentiert, dann würde ich die dritte File neu anfangen und das komplette Spiel einmal nochmal bieten. Das heißt, den Real Platinum God nochmal hier rüberziehen im Endeffekt. Mich hat es insgesamt 260 Stunden gekostet, nur dieses Ziel zu erreichen, um die 100% und alle Errungenschaften zu haben. Und vielleicht könnte man das nochmal in Angriff nehmen für den YouTube-Channel. Ist halt natürlich die Frage, wer sich das alles jetzt anschaut dann im Endeffekt. Das heißt, wir fangen jetzt an im Endeffekt von Null. Ich sehe auch gerade die ganzen Charaktere, wie sie noch versteckt sind. Ich habe mich das öfter schon in den Let's Plays gefragt oder in den Twitch-Streams bei anderen Leuten, warum die hier eine Kiste haben. Jetzt sehe ich das. Das ist Eden, wenn er keine Tokens hat. Aber wir können erstmal nur mit Isaac spielen und müssen die anderen Charaktere freischalten dafür. Und ihr seht auch, was unten drunter steht, dass wir mindestens 7 Herzen oder mehr haben müssen, um Magdalena freizuschalten. Mindestens 55 Pennies oder mehr haben, um Kane freizuschalten. Und. Also es gibt eine Menge Charaktere, das sind noch nicht mal alle. Es gibt auch viele, viele weitere. Und einer der Charaktere, der nicht aufgelistet ist, ist The Lost. Aber dazu kommen wir in viel, viel späterer Zeit. Also nicht in dieser Zeit mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Stunden ich daran sitzen werde, nur das Spiel zu bieten. Denn man fängt nicht mit allen Items an. Hier in der Statistik seht ihr schon einiges, nämlich gar nichts, alles auf Null. Wir haben noch gar kein Ende, wir haben kein Secret und wir haben noch keins der vielen, vielen Items. Das sind jetzt 3 Seiten, also das ist die erste Seite, die zweite Seite, die dritte Seite und die vierte Seite. Ja, das sind einige Items, die wir noch freischalten müssen, denn wir haben noch gar nichts. Das ist das Wichtige daran, wir haben echt noch nichts freigeschaltet. Das heißt, ich könnte es jetzt natürlich so machen, das würden mehr Let's Play Parts werden, wenn ich auf Normal spiele und dann nochmal auf Hard. Aber ich habe gemerkt in dem folgenden Szenario hier, dass wenn ich hier spiele, das heißt, ich müsste den ersten Bereich erstmal abdecken. Das ist das Herz, später ist es It Lives. Komme ich aber später noch dazu, wenn wir dann auch wirklich spielen. Und dann haben wir, wie gesehen, also wir sehen halt die Schilde. Wir haben das Schild oben, das heißt die erste Ebene, dann gibt es die zweite Ebene und die dritte Ebene. Und wir müssen das alles einmal normal durchspielen im Endeffekt und dann nochmal auf Hard. Auf Hard ist es halt so, dass man weniger Items kriegt und es einfach viel schwerer ist und man weniger Glück hat. Aber wir nehmen natürlich erstmal die harte Einstellung, denn wir wollen ja gleich alles auf einmal freispielen und den YouTube-Channel am Anfang noch nicht so belasten und euch, wie gesagt, eine Menge bieten, denn spielen wir auf Normal durch, müssen wir es danach nochmal auf Hard bieten, damit wir alles freischalten. Und mit Hard schalten wir alles frei. Das heißt, wir starten erstmal ein Let's Play Part und nehmen Isaac. Mit Isaac haben wir dann noch gar nichts. Das heißt, wir laufen erstmal rum. Das Rundprinzip ist ganz einfach, steht hier auch. Wir müssen laufen, attackieren mit den Tränen. Dann haben wir noch Bomben. Links oben seht ihr, dass ich eine Bombe habe, die könnte ich noch legen. Das mache ich jetzt nicht, das ist wichtig. Das erkläre ich euch dann später. Und wir finden Items, dann seht ihr hier. Isaac, der lächelt und freut sich. Noch weint er. Warum er auch weint, weiß ich nicht ganz genau. Also das Spiel geht ja darum, Tränen zu schießen, aber die ganze Grundstory habe ich noch nicht so ganz verstanden. Auch wenn ich schon 62 Stunden dieses Spiel spiele, es ist doch irgendwie ein bisschen verstrickt, da reinzukommen. Gut, wir sind natürlich erstmal in den rechten Raum eingegangen. Ihr seht auch oben die Karte, ich blende sie echt extra nochmal für euch groß ein. Wir sind im Basement 1, spielen jetzt 48 Sekunden und haben natürlich gleich erstmal einen Boss erwischt. Den Namen habe ich mir jetzt gerade nicht gemerkt von diesem Boss und im Endeffekt kann er gar nichts. Ihr werdet gleich sehen, was er in Wirklichkeit kann, nämlich nichts. Sprich, wir schießen ihn die ganze Zeit einfach nur ab und er teilt sich.
Das war's schon. Mehr macht dieser Boss gar nicht. Er hat mehrere Ebenen davon und wird immer kleiner und kleiner und nerviger. Und ich weiß nicht, dieser Boss hält nur auf. Im Endeffekt droppt er uns zum Schluss eine Trollbombe. Eine Bombe mit einem Smiley drauf, die uns nur verarscht und uns nicht schenkt. Aber so ist das Spiel nun mal. Das Spiel ist ein Glücksspiel. Dort gibt es Teufel-Deals und Engel-Deals. Und die Engel-Deals sind nicht immer gut. Aber die Teufel-Deals kosten halt auch was. Aber wie gesagt, das werdet ihr alles noch sehen. Denn wir fangen, wie gesagt, erst an. Zu den Parts. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange ich spielen werde. Und wie lange ich die Parts machen werde. Ich hatte eigentlich überlegt, jeden Part so 15 Minuten zu machen. Und nach 15 Minuten quasi zu breaken erstmal. Und direkt den nächsten Part anzusetzen. Also ich höre dann auch auf zu spielen und spiele dann im nächsten Part quasi weiter. So, jetzt haben wir es gesehen. Das war eine Trollbombe. Die hat uns angelächelt, uns verarscht. Und es ist explodiert. Das heißt, wir haben nichts bekommen. Und diesen Raum hasse ich auch wie die Pest. Denn man kann halt nirgendwo anders langlaufen. Wenn ich jetzt laufen würde. Also ich zeige es euch gleich nochmal. Erstmal die Fliegen hier wegmachen. Die nichts können. Ich könnte auch noch ein paar Gegner benennen, aber alle Namen habe ich nicht drauf. In diesem Raum ist es ziemlich blöd. Die Stacheln, die wandern nämlich beide in die Mitte. Und wenn wir geradeaus, so wie ich es eben gemacht habe, durchlaufen, dann, ja, kriegen wir Schaden, wie wir oben links sehen. Denn wir haben nur drei Herzen. So, und hier haben wir schon das nächste. Wir haben hier oben einen goldenen Raum. Das sind Itemräume. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die sind in der ersten Ebene nicht verschlossen. Das heißt, das erste Item ist gratis. Das nächste Item, aber in der nächsten Ebene, wenn ich da runterkomme dann, ist nicht mehr gratis. Das heißt, wir müssen einen Schlüssel holen. Um dort dann reinzukommen und uns das Item zeigen zu lassen. So, und wir haben jetzt... Wir nehmen es erstmal auf, dann kann ich euch sagen. Ich weiß nicht auswendig. The Bean, Tools on Command. Das heißt, wir können jetzt auf gut Deutsch furzen auf Kommando. Hört sich im ersten Moment echt lustig an und im zweiten Moment ist das Item einfach echt scheiße. Weil ich werde es euch gleich demonstrieren. Es macht halt nicht viel. Dort haben wir die erste Demonstration. Ich furze sie einfach mal an und ihr seht, die sterben. Super. Das Item oben links hat den Charge verbraucht. Und wir müssen den kompletten Raum erstmal clearen, um den nächsten Charge wieder aufzuladen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da müssen wir darauf achten. Es gibt viele verschiedene Stärken von den Items. Und der Charge ist immer wichtig. Manche Items können sich sogar rechargen von alleine, aber das sind die wenigen. Und mit speziellen Items kann man sogar hervorrufen, dass sie automatisch rechargen können. Aber wie gesagt, kommen wir später noch dazu. Es gibt so viele Items, die ich erklären könnte und... Das würde den Rahmen sprengen. Ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag darüber reden, wie viele Items hier sind und was sie alles machen. So, und wir werden alle Räume erstmal abchecken. Wir haben hier auf der Karte erstmal eine kleine Karte, wo noch nicht so viel zu holen ist. Und wir wollen natürlich so viele Schlüsse wie möglich mitnehmen. Es ist immer ein Hardcore. Uns hält nichts auf, dass wir viel machen müssen. Also, es gibt eine kleine Zwischen... Quest, würde ich einfach mal fast sagen. Man muss in 20 Minuten den Boss erreicht haben, den ersten großen, um den Boss-Rush zu machen. Aber, ich laufe schon wieder genau geradeaus durch und kriege zweimal Schaden, das ist nicht gut. Das passiert mir öfters. Aber, wie gesagt, zum Boss-Rush, das erklären werde ich später machen, weil das ist wieder was anderes. Das gehört einfach nicht rein jetzt erstmal. So, und wir haben die Feuer ausgemacht auf der linken Seite. Aus dem Grund, weil dort Gold rauskommen könnte. So, ich laufe jetzt diesmal links rum. Nicht, dass ich wieder Schaden kriege. Auf der Karte, um es nochmal zu erwähnen, da seht ihr so ein Schlüsselloch. Und das Schlüsselloch ist meist ein Shop oder eine Bücherei. Das kommt immer darauf an. Manchmal sind es auch irgendwelche andere Räume, Secret-Räume, wo spezielle Sachen drin sind. Das kann ich euch dann erklären, wenn wir mal einen finden. Da wir zurzeit keinen Schlüssel haben und auch nur 5 Coins, ist es nicht so ratsam, in den Shop zu gehen. Aber wir können natürlich auch die Feuer zerstören. Und dann sehen wir auch gleich, ob da Gold rauskommt oder Herzen rauskommen oder gar nichts. Wie wir es hier gesehen haben. Bei Isaac ist es nämlich so, nicht alles droppt was. So, wir stehen quasi vor der Boss-Tür, sind in der 5. Minute und können erstmal zum nächsten Boss rein. Das ist Gemini. Gemini ist einer, der schnell läuft und das kleine Kindchen daran gebunden hat. Oder wie wir es auch nennen wollen. Ich habe versucht, diesen blauen Stein zu sprengen, habe leider gegengeschossen. Ihr werdet gleich sehen, was da drunter ist. Okay, wir hatten jetzt natürlich das beste Beispiel, dass wir eine Kiste drunter hatten. Denn manchmal können auch Items drunter sein, Schlüssel, Bomben
und. Wie gesagt, auch diese Kiste kann da drunter sein, aber die kriegen wir nicht auf, denn wir haben keinen Schlüssel. Und wir haben auch nicht mehr die Möglichkeit, einen zu bekommen. Deswegen, ihr müsst auch immer behutsam mit den Schlüsseln umgehen. Das ist ganz wichtig. Schmeißt die Schlüssel nicht immer nur gleich raus. Passiert mir auch öfters, weiß ich, aber das ist halt einfach so. Gut, wir nehmen das nächste Item auf. Das ist quasi die Boss-Belohnung, das wir ihn besiegt haben. Und wir haben die Placenta. Das heißt, wir können uns jetzt regenerieren und haben oben links ein HP abbekommen. Und dann jumpen wir in das schwarze Loch, um in die nächste Ebene zu kommen. Wir haben auch am Anfang nur diese 6 Ebenen. Mehrere Ebenen gibt es am Anfang nicht. Dafür müssen wir das Spiel einmal durchspielen. Eigentlich mehrmals durchspielen, denn man schaltet halt immer mehr frei. Hier unten sehen wir jetzt den Arcade Room. Das ist ganz wichtig. In dem Shop kann man sein Geld verspielen. Deswegen auch ein Arcade Room, ne? Da gehen wir aber später rein, denn wir haben nur 5 Coins. Und 5 Coins könnten ja noch wichtig sein. So, diese Würmer erstmal wegmachen und dann wieder ein bisschen weiterlaufen. Ich würde auch gerne hier unten wieder den blauen Stein sprengen. Ich nenne sie immer blaue Steine mit X drauf. Aber wir haben leider, wie gesagt, keine Bombe und die müssen wir uns erstmal verdienen. Was auch gar nicht so einfach ist. Auf den Raum da oben werdet ihr euch bestimmt fragen, falls ihr es nicht kennt, was ist das gewesen? Warum gehst du da nicht rein? Zeige ich euch später. Wir gehen erstmal die nächsten Räume abklappern und dann erkläre ich euch, warum ich da später reingehe. Wir versuchen unsere Fähigkeit mal auszunutzen. Was ja auch ein ziemlicher Vorteil noch ist, wenn nicht so viele Gegner kommen. Ach, wir haben ja gar keinen Schlüssel. Komme ich gar nicht rein. Die können wir auf jeden Fall dadurch ausschalten. Sogar komplett fast. Ja, man kann mit dem Item doch ein paar gute Sachen machen, aber gegen den Bosskampf ist es nicht ratsam, dieses Item zu behalten. Wenn man natürlich kein anderes findet, dann ist es ratsam, es doch mitzunehmen. Denn man braucht halt alles, was geht. Und Ziel ist es jetzt halt, jede Etage zu clearen, die Monster zu besiegen und die Endetage, den Endboss zu erreichen und das Spiel zu beenden. Ich lasse die Intros auch gleich mal durchlaufen, dann werde ich da drin nicht sprechen. Also in den Sequenzen. Dann könnt ihr es euch mal angucken. Ich habe jetzt die erste Sequenz leider weggedrückt gehabt. So, und nun ist es so, wir haben 2 Bomben und hatten in 2 Räumen blaue Steine. Wir haben natürlich keine Möglichkeit gehabt, einen Schlüssel zu kriegen. Wir könnten den Boss machen und könnten vielleicht mit Glück ein Item bekommen, das uns einen Schlüssel geben könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei dem großen Itempool leider sehr gering. Deswegen sprengen wir diese hier und gucken drunter, was wir haben. Natürlich wieder eine goldene Kiste. Ich bin echt verflucht heute. Da mache ich zum ersten Mal hier ein Let's Play extra für die Leute von Twitch. Und dann kriegen wir nur goldene Kisten. Nein, wir haben auch noch einen Schlüssel und eine Bombe bekommen. Das ist perfekt. Wie gesagt, zu dem Raum da oben komme ich gleich noch. Wir werden uns erstmal den Itemraum anschauen und gucken, was wir dort haben. So, hier ist schon mal ein etwas anderes Item. Das ist nämlich ein Begleiter. Das ist der Brother Bobby. Und der Brother Bobby, der kann schießen. Wie ihr seht. Der verfolgt mich jetzt auf Schritt und Tritt und schießt. Ziemlich cool. Findet er nicht. Also ich finde den ziemlich geil. Ist für den Anfang schon mal ein bisschen Damage. Denn wir brauchen hier genug Schaden, um später die nächsten Phasen zu erreichen und auch wirklich alles zu schaffen, da wir auf Hard spielen. Das heißt, wir machen nun den Boss. Und das war Monstro. So heißt er. Der hat nicht viele Attacken. Der springt nur, springt manchmal ganz hoch, freut sich seines Lebens und reißt den Mund auf und versucht uns anzukotzen. Ich nenne es einfach mal ankotzen. Vielleicht weint er uns auch an, weil eigentlich schießt das Spiel ja mit Tränen. Weil man weint ja immer nur, aber ich habe den irgendwie noch nicht weinen gesehen. Oder war das gerade Bein? So sehe ich meist aus, wenn ich vom Feiern komme und mich über die Kloschüssel bücke. Aber das ist nicht so schlimm. So, wir hatten einen Erfolg, den habe ich jetzt nicht weggedrückt, der ging weg. Das war Monstros Tools, das heißt, wir haben Monstro freigespielt als Item und können den diesmal auch bekommen. So, und das ist jetzt einer der Teufel-Deals. Ganz, ganz wichtig. Lehnt man den Teufel-Deal ab, also wenn wir ihn ablehnen sollten, können wir Engelsräume kriegen. Nehmen wir den Teufel-Deals aber an, sprich ich nehme das Herz oder das Item, dann kriegen wir auch in der nächsten Etage keinen Engelsraum. Das heißt, wir kriegen wieder einen Teufelsraum oder gar nichts.
Aber ich würde sagen, da wir kaum Herzen haben und ich meist ein bisschen riskanter spiele im Hardcore-Modus, nehme ich mir die Herzen und die Bohne, die brauche ich nicht.